Ihnen allen ein herzliches Willkommen. Unsere heutige Passionsandacht kommt aus der Kirche in Kolpin. Wir begehen sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich lese aus dem Johannesevangelium im 3. Kapitel. Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Wer die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Liebe Gemeinde, es ist das eindeutige Zentrum der Kirche, das Kreuzigungsgeschehen. Und wer die kleine Dorfkirche hier in Kolpin betritt, es ist ja ein ganz überschaubarer Raum. Der macht nur wenige Schritte und sieht im Zentrum des Altars das mittlere, das große Kreuzigungsbild vor sich. Anfang des 18. Jahrhunderts ist der Altaraufsatz mit seinen Gemälden geschaffen worden. Es ist wie bei einem Buch. Damit man das Buch aufschlägt und hineinsieht, dazu braucht man einen treffenden Titel. Der vordere Umschlag des Buches muss markant gestaltet sein. Es ist wie bei einem Buch. Wen der Titel nicht interessiert, der wird es weglegen. Und wer von vornherein meint, ach, das kenne ich ja schon, der blättert vielleicht einmal so mit dem Daumen drüber durch. Und dabei wird er hier sicher merken, ja, der Maler, das ist ein Lokalkünstler gewesen. Wer sich aber darauf einlässt, und wer sich einlässt und dieses ganz alltägliche Passionsbild sich genauer ansieht, zu dem beginnt es zu sprechen. Es ist wie jedes Buch über den Glauben, es ist wie jede Predigt. Was gesagt wird, das ist nichts Neues. Aber es wird gesagt, um unserem Glauben immer wieder neue Nahrung zu geben. Also tun wir es bei jedem Buch, schlagen wir es auf und das von vorn. Und in Europa, da lesen wir von links nach rechts, also fangen wir auch bei dem Bild links an. Jedes Buch beginnt mit einer Einleitung. Und die Einleitungserzählung wird uns hier ganz links dargestellt. Dort ist ein kreuzesähnlicher Stab zu sehen. Ein Stab, hoch aufgerichtet, um den sich eine Schlange windet. Es ist die Geschichte, als die Israeliten auf ihrer langen, langen Wanderung durch die Wüste eines Tages von einer Schlangenplage heimgesucht wurden. Warum? Gott hatte die Israeliten in einer mächtigen, in einer aufsehenerregenden Aktion aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt und er hatte ihnen als Ziel ein herrliches Land zum Bewohnen verheißen. Aber bis dahin
mussten die Israeliten auch noch etwas laufen, viele Jahre sogar. Und das wurde ihnen bald zu viel, zu schwer und zu anstrengend. Und immer wieder begannen die Israeliten zu murren und zu schimpfen. Dieses lange Gelatsche jetzt, früher da war alles viel, viel besser. Ja, hat denn das alles überhaupt einen Sinn? Wird das noch was mit Gott oder ist das alles eine große Spinnerei? So und so ähnlich werden sie gedacht haben und es immer wieder gesagt. Und solche Gedanken hören wir ja auch immer wieder. Dass Gott, der sich das alles wohl durchdacht hat, dass Gott über ein solches Gemurre nicht erfreut ist, das kann man sich denken. Und als Strafe hat er damals Schlangen geschickt. Schlangen, die den Menschen bissen, und viele starben davon. Das war die Folge ihres Ungehorsams gegen Gott. Und nur ein einziges Gegenmittel gab es dagegen. Nur ein Gegenmittel gab es. Mose stellte einen Stab mit einer ehernen Schlange darauf auf. Mitten unter seinem Volk stellte er das auf. Und wer von einer Schlange gebissen wurde, der konnte zu dieser ehernen Schlange hinaufsehen. Und wenn er hinaufsah zur ehernen Schlange, dann blieb er am Leben. Das ist die Einleitungsgeschichte am linken Rand unseres Bildes. Mose mit der erhöhten Schlange und ganz links außen, noch ganz am Rand, da steht ein Gerippe, der Tod. Neben ihm, neben dem Tod windet sich ein Mensch, den gerade eine Schlange in der Gewalt hat, weil dieser Mensch eben nicht aufsehen will. Von den anderen, es sind dort die Köpfe zu sehen, die hinaufsehen, von den anderen, die hinaufsehen, da fliehen die Schlangen. Die sind errettet. Mit dieser Einleitungsgeschichte im Kopf wenden wir uns dem Hauptteil zu, der Kreuzigung Jesu. Jesus sagt es ja selbst, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Es ist wie bei Mose. Es ist auch heute wie bei Mose. Wir Menschen sind immer wieder mit Schuld beladen. Wir vergehen uns immer wieder gegen Gott. Auch unsere Strafe ist der Tod, der ewige Tod. Der Tod, der unumkehrbar jeden von uns auslöscht. Und auch hier, nur ein Gegenmittel gibt es dagegen. Ein einziges Gegenmittel, nämlich sieh auf das Kreuz Jesu und glaube an ihn und dann wirst du leben. Sieh auf das Kreuz Jesu und glaube an ihn, dann wirst du leben. Nur ein Gegenmittel gibt es gegen unseren Tod. Nur ein Gegenmittel, damit mit dem Tod nicht alles aus und vorbei ist. Sieh auf das Kreuz Jesu. Glaube daran, dass er mit seinem Tod deinen Tod auf sich genommen hat. Glaube daran, dass dieses Kreuz dir den Weg zur Auferstehung und zum ewigen Leben eröffnet hat. Glaube daran, dass durch das Kreuz die Macht des Todes zerbrochen ist, dass durch das Kreuz das neue, ewige Leben nach dem Tod es für uns gibt. Sieh hin zum Kreuz und glaube.
Und wenn wir im Bild hinsehen zum Kreuz, wenn wir also weiter lesen im Buch, das unser Bild schreibt, dann sehen wir den auferstandenen Christus mit der Siegesfahne. Er ist dort neben dem Kreuz zu sehen. Und unter ihm in goldgelbe Farben getaucht, die himmlische Stadt. Symbolisiert das ewige Leben, symbolisiert das Himmelreich. Er, Jesus, lebt. Kommen wir nun zur Schlussszene des Buches. Was macht dieser Mensch ganz rechts am Bildrand? Er ist dort nur ganz klein zu sehen. Was macht dieser Mensch ganz rechts am Bildrand? Er läuft irgendwie von dem Berg, der dort zu sehen ist, auf den Turm der Stadt zu. Er läuft einfach irgendwie so. Und worauf er läuft, das sieht man auch gar nicht so recht. Aber er geht nicht durch eine Mauer. Er muss nicht an einem Einlass durch die Mauer vorüber. Er geht einfach so. Einfach so von dem Berg in die himmlische Stadt hinein. Liebe Gemeinde, ich glaube, das sind wir. Du und ich. Das sind wir, wenn wir wirklich an Jesus glauben. So wie Jesus es sagt, wer an den Menschensohn, an Jesus glaubt, der wird nicht gerichtet. Der wird gerettet. Der kommt in den Himmel. Und das heißt, wer auf das Kreuz Jesus sieht, der darf hineingehen in das Himmelreich, ohne Zugangsbeschränkung. Und ich, kleiner Mensch, ich kleiner, ganz, ganz kleiner Mensch am Rande allen Geschehens, so wie hier am Rande des Bildes, ich, kleiner Mensch, irgendwo in der Welt, ich, der ich doch im Grunde genommen überhaupt keine Rolle spiele. Ich darf durch Jesu Sterben am Kreuz hinein in das Himmelreich zur ewigen Freude. Das ist das gute Ende unserer Geschichte. Mögen wir es uns immer wieder vor Augen führen. Für dich ist Jesus am Kreuz gestorben. Für dich hat er alles am Kreuz auf sich genommen. Für dich ist er in den Tod gegangen. Für deine ewige Freude. Sieh auf ihn und glaube. Dann wirst du leben. Amen. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, lieber himmlischer Vater, unsere Welt zeigt uns so vieles, was uns Freude bringen kann. Aber nur eine Freude ist es, die bleibt. Unsere Welt zeigt uns so vieles, wo wir hinsehen können. Aber nur ein Anblick ist es, der nicht vergeht. Unsere Welt erzählt uns so viele Geschichten, aber nur eine Geschichte ist es, die ein bleibend gutes Ende hat. Lass uns nach dieser, deiner Geschichte leben, die du am Kreuz aufgerichtet hast. Lass uns deinen Anblick am Kreuz im Herzen tragen, damit wir dich wiedererkennen, wenn du uns aus den Toten rufst. Lass uns deine Freude finden,
in deinem himmlischen Freudenreich. Lass uns an dich glauben, dir danken, bei dir bleiben und dir nachfolgen, bis du uns führst aus dieser Welt in die himmlische Stadt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es segne und behüte euch Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.